an der Wietscher Mühle in der Nähe des Sinneswaldes in Balken. Ja, hier hat man es noch nicht geschafft, alle Schäden des schlimmen Hochwassers durch den Starkregen im vergangenen Jahr zu beseitigen. Wir machen jetzt einen kurzen Spaziergang, aber nur ein kurzes Stück, hinein in den Wald im Tal des Murbachs. Am Ende des Tals liegt die Diegentalsperre, aber bis dahin laufen wir heute nicht. Heute ist der 30. März 2022. Da fließt er hin, friedlich und gleichmäßig, der Murbach. Aber er kann auch anders, wie man weiß. Ja, diese mächtige Buche, auch ein Opfer des Unwetters im vergangenen Jahr. Unglaublich, dieser mächtige Baum, der etliche Jahre auf dem Buckel hat, hier liegt er, tot. Ja, und das ist der Eingang zu dem bekannten Sinneswald im Murbachtal bei Balken. Ja, jetzt heute am 30. März 2022 stellen wir fest, es sind noch keine neuen Ausstellungsstücke hier zu sehen. Das wird aber bald wieder kommen. Interessante Dinge erlebt man hier so im Laufe des Jahres.
vom Sinneswald zurück in Richtung Balken. Das ist Balken. Aber wir fahren dran vorbei in Richtung Leichlingen. Ah, und da vorne rechts sehen wir auch einige Sturmopfer liegen. Und jetzt überqueren wir die Wupper in Leichlingen und von hier aus geht's nur stracks zurück nach Langenfeld.